Willkommen zurück zu Anno 1800 Let's Play. Im letzten Part haben wir ja unser Arktis endlich bekommen. Unsere neue Region im neuen DLC. Heute müssen wir jetzt in diesem Part unsere Siedlung natürlich ein bisschen ausbauen. Und ich wollte noch mehr Inseln von den Gegnern zerstören, weil die uns ja ständig angreift und unsere Handelsrouten kaputt macht. Und wir dadurch natürlich extrem viel Minus haben, weil unseren Einwohnern natürlich die Ressourcen fehlen, die sie natürlich brauchen, damit sie glücklich sind. Ja. Und darum wollte ich jetzt diesen Part dafür nutzen, wieder Schiffe zu bauen und natürlich unsere Insel in der Arktis auszubauen. Ja, da sind wir auch schon, wo wir im letzten Part aufgehört haben. Oh, wir haben jetzt wieder viel Holz. Wir können wieder ein paar Häuser bauen. Ich frage mich, warum man das hier freischaltet. 100 muss man haben. Okay, und wie viele haben wir? 64. Das steht da aber auch, ne? 64 kann ich mir gar nicht vorstellen. Konnte eine ihre Insel nicht besiegen. Okay. Das braucht man bei 500, kriegt man das andere erst? Okay. Da muss man ja schon echt viele Häuser davon bauen, ne? Ich hätte auch einfach so machen können. So, so, so. So. Irgendwie steht das jetzt im Weg, ne? Wir machen das mal da hinten hin. Dann können wir da nämlich mehr Häuser platzieren. Das hätten wir. Okay, dann machen wir hier den Weg eben noch weg. So. Dann gehen wir so rum. Ich glaube, da müssen wir auf jeden Fall noch eins hin machen, ha? Huh? Mal da eine kleine Straße rein. Und hier können wir auch noch Häuser hinmachen. Ne, da müssen wir ja so ein Teil wieder hinbauen, ne? Warte mal, wir machen das anders. Wir machen das hier hin. Irgendwo. Hier hin. Die machen wir da hin. Dann bauen wir noch so ein Teil hier hin. Und das stellen wir hier oben hin. Ich glaube, jetzt müsste alles besser abgedeckt sein. Ja, ne? Sind alle dem Untergang geweiht? Ist der kalt? Echt? Warum? Ach so, ja, wegen den Dingern, ne? Ach, guck mal, hier kann man die Produktion nicht erhöhen, oder wie? Ach, genau, das ist ja auch jetzt seit dem Update 9, ne? Man kann jetzt genauer beobachten, wie viel man produziert und wie viel man braucht, glaube ich. Dafür ist das da. Finde ich gar nicht so schlecht. Da muss ich mich aber noch genauer mit einlesen, denke ich mal. Wenn ich nicht mehr weiter weiß, lese ich eine Seite aus Die Reise von Victory Ashen, einem großen Entdecker. Das Buch habe ich immer zur Hand. Minus 2, also brauchen wir davon noch mehr. Schiff unter Beschuss. Würde ich sagen, da machen wir das hin. Müsste das jetzt theoretisch doch jetzt besser sein, oder? Obwohl, hier steht immer noch minus 2. Was hat das zu bedeuten? Was haben sie getan? Ja, die müssen schuften. Das finde ich komisch, dass es immer noch minus 2 ist. Aber den scheint jetzt nicht mehr kalt zu sein, ne? Boah, minus 30 Grad haben sie. Plus 2 Grad haben sie durch diese Heizung.
Okay. Wir können jetzt das eine hier anbauen. Walfängerei. Ach, das ist so Rentierjagdhütte. Ach so, das ist so Fleisch, ne? Geräuchertes Fleisch ist das. Also Walfleisch, genauer gesagt, ne? Ich glaube, Wal gab es doch schon mal, ne? Im anderen Anno. Ich glaube, 1602 gab es das doch, ne? Oder gab es das in anderen auch noch? Obwohl, eigentlich braucht er ja keinen Weg hin, ne? Ich weiß jetzt nicht, ob zwei zu viel sind. So, gleich mal gucken. So. So. Da bin ich jetzt echt gleich gespannt, ob das hier mit der Produktion so funktioniert. Schiff vom Stapel gelaufen. Hier mal so einen Weg lang. Ja, das ist jetzt echt schon viel mehr geworden, ne? Und wir haben auch nicht mehr so viele Einwohner, also nicht mehr ausreichend. Schiff vom Stapel gelaufen. Entdeckerarbeitskräfte. So, dann machen wir hier auch noch. Wie blöd, dann machen wir das anders hier. Hey, jetzt passen da sogar mehr hin. So. Das Holz fehlt jetzt, ne? Das wird langsam hergestellt, weil uns so viele... Machen wir das erstmal zu. Warten, bis wir mehr Holz haben, dann können wir nämlich die aufsteigen lassen. Oder aufbauen lassen. Okay, dann gucken wir mal jetzt. Cap Trelawney. Schiffswerft. Das ist ja kein Kriegsschiff. Das ist schon. Okay, das sind alles Handelsroute. Achso, fährt auch außerhalb. Okay. Warum ist denn das da so komisch? So. Unter ihrer Konkurrenz ist immer noch komisch aus, ne? Okay, hier haben wir Zweier. Das ist ja Dings. Alles noch. Ja, ist natürlich blöd, ne? Dann in die alte Welt. So, hier sind wir. Kann ich die... Ach, die hat jetzt jemand anders eingenommen, oder wie? Ach, ist immer noch, Dings. Ist ja blöd. Kann ich das ja immer noch nicht zerstören, ne? Ich weiß nicht, ob wir mit den paar Schiffen das schaffen. Elf Schiffe. Ach, guck mal, da müssen wir ja auch noch hoch machen hier. Jetzt haben sie nicht genug Fisch. Die Insel haben wir ja zerstört. Als nächstes würde ich gerne die hier zerstören und dann die hier. Ist halt nur die Frage, ob wir dann auch die Schiffe dafür da haben, ne? Ich weiß nicht, ob wir das mit den paar Schiffen schaffen. Ich glaube, die könnten wir auf jeden Fall zerstören. Das probieren wir mal aus, ob wir das schaffen. Ich meine, wenn ich jetzt hier zum Beispiel eine Insel einnehmen würde und dann mein Konto da entfernen würde, ob die anderen dann drauf bauen würden? Kann natürlich auch sein, dass die sich schnell die Insel dann zurückholen würde, ne? Guck mal, das macht auch jedes Mal... Oh nee. Macht das kein Minus? Kostet das nichts? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Okay,
Okay. So, dann können wir hier auch eins kaufen. Das sind aber nicht die ganz guten, ne? Da ist ein gutes. Haben Sie jemals einen Liebeslöffel aus einer Wand? Oh nein, wir haben nicht genug hier Einfluss. Ich war jung und voll entflammt. Doch die Stadt. 40, wie viel hat eins davon? 65, ja, dann ist das ja stärker, ne? Vielleicht gibt es aber davon noch ein stärkeres. Kann natürlich auch sein. Die Menschen lassen sie hochleben. Flotte geht auf Fahrt. Attacke! Wir wären dann soweit. Okay, ein Schiff haben wir verloren. Bitte lass nur bei einem bleiben. Sieht bis jetzt ganz gut aus, ne? Obwohl, das verlieren wir gleich. Sieht doch gut aus. Ja. Das ist meine Insel. Ja, jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr. So, Kap Chelorni und dann bauen wir natürlich wieder davon. Ach, das kann man jetzt aufstellen. Da bin ich jetzt gespannt, ob da jetzt ein gutes Schiff bei ist. Gerade dem großen Willy in die Quere gekommen. Mal so ein bisschen vergleichen. Das hier hatte 45 oder sowas. Oder 40? Wo steht denn das? Schiff unter Gefechtskunde 50. Hey, kann das? Nein, das sind die, die wir hier hingeschickt haben. Ey, haben wir schon eins schon wieder verloren. Zerstört. Das war auch eine starke Insel hier, ne? Die meisten sehen sich doch eh nur die Bilder an. Was wollte ich denn jetzt? Genau, Kap Chelorni. Da wollte ich mal irgendwas gucken. Hier. Gefechtskunde 30. 70. Das ist doch richtig stark, ne? Warte mal, wie viel kostet das denn? 12. Das 8, das kostet natürlich dann auch mehr, ne? Das andere. Wo war das hier? In die Takelage. Ah, das ist natürlich in der Produktion wahrscheinlich auch viel teurer, die anderen Schiffe, ne? Ich kann mir vorstellen, dass sich das aber echt lohnt. Gelaufen. Zwei Stück haben wir wieder. Schiff vom Stapel gelaufen. 70, das ist natürlich schon stark, ne? Oh, da brauchen wir diese anderen, ey. Die hier. Guck mal, was wir dafür alles. Bis wir das alles gebaut haben, sind wir pleite. Ich glaube, das ist echt keine Lösung. Ich meine, die sind 65. Ob sich das dann lohnt, ne? Pro Sekunde 40. 52 pro Sekunde. Ich glaube, die sind besser, oder? Sind wahrscheinlich aber dafür auch schneller, ne? Ach, Gefechtskunde, Expeditionsbonus. Für
50. Ach, das ist was anderes. Okay, dann Schaden pro Sekunde ist dann wahrscheinlich richtig. 40. Neue Befehle? Jo. Wie sieht die Insel jetzt aus? Kann man die jetzt zerstören? Immer noch nicht, aber gleich. Obwohl, das lohnt sich nicht, ne? Wir sollten lieber die Großen kaputt zerstören. Wir machen lieber die Großen. Das ist besser. Achtung, Admiral anwesend. Sind Sie ein Überbringer trügerischer Wahrheit? Das ist unser gutes Recht. Hier hat sie noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Inseln. Captain Ronnie hat sie ja gar keine mehr. Die haben wir ja schon alle zerstört. Was gab es in der Arktis überhaupt eine Insel hat? Bestimmt, ne? Ich kann das schaffen. Okay, wir haben jetzt das Holz. Können wir die jetzt auch wieder anmachen? Wir brauchen natürlich auch mehr Einwohner. Damit das wieder auf Plus ist, ne? Schiff unter Beschuss. Das wird das jetzt gar nicht so einfach. Wo machen wir das denn hier hin? Obwohl, wir können das natürlich auch so machen, ne? Wäre vielleicht sinnvoller, wenn wir das so machen. Und dann hier eine Straße durch. So. Jetzt haben wir 18 plus, aber das ist immer noch nicht voll. Dann fehlt dem wohl irgendwas, ne? Ach, die, genau. Die waren ja hier. Stimmt ja. Ach, die brauchen das auch noch. Dann haben wir bestimmt wieder nicht genug Kohle da. Ja, wir sehen das wahrscheinlich nachher, wenn das voll ist, ne? Wo ist denn die Kohle hier? Sind wir schon dran vorbei? Ach da, 2. Okay, bin ich gleich gespannt, ob sich das dann füllt. Weil hier haben sie zum Beispiel auch nicht genug Kohle. Okay, jetzt ist was eingeliefert worden. Ich glaube, wir machen davon erstmal nur einen an, oder? Und haben wir mehr als genug. Dann machen wir eins von aus. So. Schiff vom Stapel gelaufen. Nee, das ist falsch. Da, ne? 4 Stück haben wir. Ah, da kommen wir ja keins. Hier, das können wir ja auch mal verkaufen hier. Ich mache ein bisschen Geld. Ich glaube, du musst. Ich weiß gar nicht, ob sich das überhaupt lohnt, hier so viel auf den Verkauf zu stecken. Weil vorher hat man ja immer so eine Benachrichtigung bekommen, ne, wie viel Geld man bekommen hat von der Person. Aber die kriegt man, glaube ich, jetzt gar nicht mehr. Also, ich glaube, man hat die nie gekriegt, ne? Ich weiß nicht, ob das irgendwie hier dann steht. Aber ich meine nicht. Doch, hier! Jo! Aber da steht leider nicht, wie viel Geld man da gekriegt hat, ne? Oder steht das vielleicht jetzt hier drin? Finanzen vielleicht? Hier irgendwie? Das würde ja eigentlich bei Einkommen dann stehen, ne? Volltreffer. Ja, super, ne? Capture Money. Schiff unter Beschuss. Okay, das dauert noch, bis die Schiffe da auch noch fertig sind. Also hier scheint es auch gar nicht mehr zurückkommen zu wollen, ne? Versucht hier gar keine Inseln einzunehmen. Finde ich ein bisschen komisch.
Hier machen wir Minus. Das darf nicht sein. Brot fehlt denen. Kann das nur daran liegen, dass, weil wir wahrscheinlich bauen wir hier viel zu viel ab. Ja? So viel mehr Einwohner hier haben, damit sich das mehr lohnt. So. Wenn man natürlich zu viel herstellt, ne, dann verursacht das natürlich auch Kosten. Warte mal, dann machen wir auch was zu hier. Das können wir zumachen. Und hier können wir auch noch was zumachen. Obwohl, drei. So, und hier können wir vielleicht auch noch zwei zumachen. Müssen wir halt nach und nach mal immer wieder gucken, ob wir vielleicht wieder was anschalten müssen. Den fehlt halt leider Brot, ne? Ich meine, Brot könnten wir hier auch herstellen, ne? Aber eigentlich möchte ich mich damit jetzt hier nicht aufhalten. Eigentlich wollte ich jetzt mich um die anderen Sachen kümmern. Schiff unter Beschuss. Spielstand gespeichert. Gefällt mir immer noch nicht ganz. Aber wir haben wenigstens. So. Wenigstens ein bisschen minus weniger hier auf der Insel, ne? So. Wie sieht's jetzt hier aus? 474. 464. Wir stellen wahrscheinlich viel zu viel her, deswegen ist das so teuer, ne? Und dann sind ja diese Dinger hier auch noch, die kosten ja auch noch so viel Geld, ne? 30 minus, obwohl das geht ja noch. So, haben wir hier noch welche hin. Da kann auch noch ein Haus hin. Okay, dann lassen wir das jetzt so. 400. Dann gucken wir mal. Oh, das ist jetzt ein guter Zeitpunkt. Ach, wir sind ja schon hier. Dann haben wir jetzt schon 6. Und da müssen wir gleich unbedingt drauf achten. Die alte Welt. Dass die nicht zerstört werden, ne? Wo bringt er denn die Sachen hin? Hier hin oder wie? Okay, das löschen wir. Das schmeißen wir über Bord. Und das schicken wir dann auch in die alte Welt. Und dann nehmen wir das Schiff dafür, weil Kriegsschiff brauchen wir hier, glaube ich, jetzt erstmal nicht. Da nutzen wir dann lieber das Fahren. Das hier, ne? Ja. Kann man natürlich auch so machen. Wir konnten einfach nicht länger warten. Okay. Arbeite dich hoch von ganz unten. Ja, eine Zerstörungsaufgabe. Hier wahrscheinlich, ne? Ich habe weniger Angst um dich, als du denkst. Naja, wo ist denn das Aufgabenbuch hier? Ah ne, das ist eine andere Region. Ist das hier? Nee, auch nicht, ne? Hä? Sie haben Arktis? Zwischenziel erreicht. Auch nicht. Die neue Welt ist das hier. Ja. Toll, ich glaube, hier habe ich gar keine Kriegsschiffe, oder? Du bist ein Fuchs. Wir helfen, wo wir können. Die Feierlichkeit. Ich glaube, ich habe hier gar kein Kriegsschiff. Nee, ich habe hier keins. Die Attraktivität ihrer Stadt hat sich verändert. Dann kann ich die Aufgabe ja gar nicht machen, so ein Mist. Ach nee, dann lassen wir es leider. Wenn es so leider einfach wäre, hätte ich es ja auch selbst machen können. Ja, warum hast du mich dann gefragt? Das war blöd, weil ich hätte die jetzt echt gerne gemacht.
Weil die Verbesserung, ne? Da war ja die Laune oder wie man das nennt. Okay. Okay, nee. Alte Welt. Genau. Hier. Ah! Oh Gott. Gott. Mach schon. Bitte nicht. Alles in die Waagschale, was ich von Mom gelernt habe. Was? Er bedroht mir? Er droht mir? Ja, ich habe jetzt nur ja gesagt, weil... Welches Schiff denn? Hä? Was für ein Schiff jetzt wieder? Okay. Anscheinend funktioniert da jetzt doch noch eine Handelsroute. Eine Krankheit ist ausgebrochen. Die schicken wir natürlich hier oben hin, irgendwo. Müssen wir da irgendwie so ein bisschen vorbeischleichen, sonst werden sie zerstört. Okay, hier sind die anderen. Ich sehe den kleinen Willy in dir. Ich war mal genauso naiv. Ich bin naiv. Oh, was ist das denn? Arktische Grippe. Hier, ne? Okay, die können also auch krank werden. Kann ich die denn hier überhaupt nicht fressen? Nee. Deckt das denn auch weitgehend alles ab? Nee, ne? So. So. Okay. Was ist denn jetzt schon wieder? Ich krieg jedes Mal Panik. Können wir hier wieder Schiffe bauen? Nee. Fehlt uns leider was. Die alte Welt. So, ich glaube, die können jetzt ganz normal daherfahren, weil da ist ja keine Insel mehr, die davon der alten ist. Die haben wir ja hier übernommen. So, Leute, das war's in diesem Part wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal in Anno 1800. Tschüss!